Allein im Juni, also in einem sonnenreichen Monat, musste Deutschland 25% seines Strombedarfs aus dem Ausland importieren. Wie sollte das dann im Winter funktionieren? Und glauben Sie, dass das dazu beiträgt, dass die Strompreise sinken? Ganz bestimmt nicht. Danke, Frau Vorsitzende. Also, ich will noch mal kurz auf Sie eingehen, Herr Kühnert. Sie haben ja gesagt, es sind keine Alternativen auf dem Tisch. Ja? Und man muss sich doch zunächst einmal die Frage stellen, warum sind wir überhaupt in dieser Situation, in der wir sind? Und dann schauen wir doch mal nach Europa, schauen wir doch mal nach Frankreich. Warum sind die denn nicht in dieser Situation? Weil die nämlich ihre Kernkraftwerke nicht abgeschaltet haben, dadurch CO2-frei, nahezu 100% CO2-frei Strom produzieren, dort deshalb der Strom die Hälfte kostet wie in Deutschland und man deshalb schon seit Jahrzehnten dort das, was sie jetzt in Deutschland umsetzen wollen über die Wärmepumpe, mit Strom heizt. Die Wärmepumpe wird typischerweise dort eingesetzt, wo Energiestrom billig ist. Dann macht sie nämlich auch Sinn. Und das ist genau das Problem. Durch die falsche Energiepolitik, insbesondere, dass sie jetzt sogar noch die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet haben, das bringt uns in diese Situation, in die wir gar nicht sein müssten. Komischerweise ist ja der Rest Europas nicht in dieser belämmerten Situation wie wir. Da müssen wir mal drüber nachdenken und endlich diese nationalen Alleingänge, diese deutschen Alleingänge ständig in allen Bereichen, die insbesondere diese Ampelregierung macht, beenden und gemeinsame Lösungen mit unseren europäischen Partnern suchen. Jetzt möchte ich Ihnen auch noch mal sagen, dass natürlich dieses ganze CO2-Einsparmärchen, das hier aufgerollt wird, ja gar nicht funktioniert. Sie bauen ja extra 50 Gaskraftwerke, um den Strom zu erzeugen, dass zukünftig 63 Millionen Menschen mit Strom heizen können, weil im Moment der Strom ja gar nicht zur Verfügung steht. Allein im Juni, also in einem sonnenreichen Monat, musste Deutschland 25% seines Strombedarfs aus dem Ausland importieren. Wie sollte das dann im Winter funktionieren? Und glauben Sie, dass das dazu beiträgt, dass die Strompreise sinken? Ganz bestimmt nicht. Übrigens Kohlestrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich.